Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf diesem Kanal. Wir spielen Metro 2033, das ist der erste Teil der momentanen Metro-Trilogie. Und ja, vielleicht ist es halt einfach mal interessant, die komplette Vorgeschichte von dem neuesten Metro-Teil halt einfach mal zu spielen und auch mitzuerleben. Und ja, ich will jetzt einfach mal nicht lang quatschen, sondern einfach mal loslegen mit einem neuen Spiel. Wir machen Überlebender auf normal. Möchte ich überschreiben. Helligkeit ist so in Ordnung. Also. Der Tunnel wurde kälter. Mila und ich waren nun knapp unter der Oberfläche. Schon bald würden wir in den heulenden Wind klettern, um uns einen Weg durch die Albträume zu kämpfen, die uns dort erwarten. Meine lange Reise näherte sich dem Ende. Aber hatte ich die Courage, den Willen, alles durchzustehen? Es war gerade ein bisschen leise. Hey, Artyom, als du deine Heimatstation verlassen hast, hast du da jemals gedacht, dass wir an einem solchen Ort landen würden? Nicht wissend, ob wir dabei sind, unsere Welt zu retten oder sie direkt in die Hölle zu schicken? Durch den Außenposten, um die Oberfläche zu erreichen. Jetzt also nicht mehr zurück. Irgendwas bewegt sich im nächsten Raum. Öffne das Tor, ich decke dich. Alles klar. Wie geht denn das? Da. Die Scheiße geht dir ständig kaputt. Öffne das Tor mit dem manuellen Hilfssystem. Ja, alles klar. Artyom, schau in diesen Kisten nach Moon und Medipacks. Bereit, Artyom? Mir nach. Moon und Medipacks, okay. Okay, das sind Filter. Leertaste zum Springen. Hüpp. So. Okay. Auf nach oben. Ruhig gerade nicht. Anscheinend kann er zu Hause. Was erwartest du? Bevor wir an die Oberfläche gehen, musst du die Gasmaske anlegen. Ohne sie wirst du wie ein Fisch auf dem Trocken. Wir sind fast da. Dies ist das Korolev-Theater. Es ist ganz nah am Tor. Hör mal, da wirft gerade irgendwas im Schatten. Da kommen sie. Hi. Wow. So wie mutierte Ratten oder so. Versuchen wir es mal mit sie. Artyom, lass uns weiter ziehen. Okay, ist ja schon gut. Oh, ich bin nur in das Viech gefallen, deswegen. Und hier ist es, Artyom. Ziel. Kommen! Ullmann, bitte kommen! Ende! Ich höre sie laut und deutlich. Ende. Wir sind am Turm. Ich wiederhole. Wir sind am Turm. Ist die Gruppe ausgerückt? Ende. Bestätigt. Wir haben Kontakt. Sie sollten jetzt in der Nähe des Turms sein. Ende.
hat er doch gerade gesagt. Deswegen würde ich jetzt in die Fresse hauen. Bin froh, Sie zu sehen, Oberst. Haben Sie das gehört? Hören Sie, was zum Teufel ist das? Bildet einen Kreis. Oh, sind aber ganz schön viel. Ruhig bleiben. Achtet auf eure Kehrseite, Jungs. Ja, anscheinend sind es härter als in der Bibliothek. Auf mein Zeichen. Scheiße! Feuer frei! Aua. Okay, das ist so gewollt. Ja, echt krass. Das Leben war nie leicht in den Tunnels, aber es war unsere Heimat. Die Routine, jeden Tag die gleichen Leute zu sehen, das war tröstend. Aber seit die Angriffe der Mutanten eskalierten, wurde die Station von Furcht beherrscht. Ich war gerade erst 20 geworden und hätte mir nie vorstellen können, was nach dem Morgen folgen würde, an dem Hunter, der Freund meines Stiefvaters, zu uns kam. Ich das gleich mal einen Tacken lauter. Artyom, endlich wach, wie ich sehe. Hunter kommt hierher. Er müsste Neuigkeiten von den anderen Stationen haben. Komm. Die Musik ist nämlich irgendwie ziemlich leise. Zack, zack. So. Genau, jetzt spielen wir ein bisschen Gitarre. Gibt es so schönes Ding. Nee, lieber nicht. Ich kann hier echt nichts lesen, ey. Gehen wir, Artyom. Ja, ja, ja. Scheiß, Schweine, Krankheit. Ich habe schon Schlimmeres durchgemacht und gerne nicht. Ja, Nikolai. Was haben Sie? Hallo, Artyom. Die Station wird nicht länger überleben, wenn diese Angriffe nicht aufhören. Wir müssen etwas tun. Was können wir denn noch tun? Die werden uns alle umbringen. Wir werden sehen, was Hunter sagt. So, und er wird nicht gegrüßt, oder was? Wurde noch eine Patrouille angegriffen. Das Krankenhaus ist voll. Hallo? Aber bleiben Sie ruhig. Gehen wir müssen die Ordnung aufrechterhalten. Was ist mit Alexei? Er war am Außenposten. Keine Besucher.
Petro! Lasst ihn in Ruhe. Er ist verwundet. Ah, du bist es. Hat ihn jemand gesehen? Der Hauptmann sagt, er sei in Ordnung, aber ich hoffe, er... Komm herein, Alex. Hallo, Artyom. Hi. Wie geht es den Verwundeten? Ach, keine große Verbesserung. Täglich sind unsere Patrouillen zu den Tunnels in Norden los und täglich kommen sie mit Toten zurück. Brutal ermordend, war völlig unerklärlich. Noch mehr kommen Verletzte zurück. Das ist noch mehr Komplizen, aber durchgedreht. Können die Schwarzen auf den Abstand halten, wie unsere Feinde damit irgendwann Leute ausziehen, aber so schön, was sie tun. Zwei sind heute Morgen gestorben. Die Schwarzen töten nicht einfach so. Sie machen einem das Gehirn kaputt. Gott, wird das jemals aufhören? Ich werde das zum Tod. Komme nicht dran. Ich komme nicht. Nein, bleiben Sie von mir weg. Es ist Hunter. Mutanten, klopfe nicht an. Öffne das verdammte Tor. Willkommen, Hunter. Danke. Jetzt schließt euer Tor. Es ist schon lange her, Hunter. Schön, dich zu sehen, Alex. Hallo, Artyom. Hi. Also, Hunter, was ist neuerdings da draußen los? Nicht viel. Das meiste ist von der Messestation und den Untoten, die eure Tunnel heimsuchen. Artyom, ich habe einen Händler getroffen, der Postkarten von New York verkauft. Da musste ich an dich denken. Das sind keine normalen Mutanten. Das ist irgendwas anderes, irgendwas Schlimmeres. Naja, was auch immer die sind. Ich habe ein Motto. Wenn es feindlich ist, töte es. Eindringlinge im Hauptluftschacht! Sie kommen von oben! Was war das? Scheiße! Das hat uns noch gefehlt! Hier, direkt hinter der Wand sind Verwundete. Kirill, bring deine Gruppe zu den Tunnels. Alex, wir müssen hier bleiben und die Halle verteidigen. In Ordnung. Artyom, hol dir schnell eine Waffe. Ich gebe mir eine Waffe. Wow, Revolver. Verdammt, so weit sind sie noch nie in die Station eingedrungen. Es ist das Krankenhaus. Sie riechen das Blut. Hey, auf einmal ist da Licht drin, dann. Es ist ausdruckslos. Wir können sie nicht aufhalten, Hunter. Weiter schießen. Oh, das ist doch wohl daneben. Ah, das ist in Ruhe. Schlecht.
sein. Natürlich ist er das. Unkraut vergeht nicht. Na danke, du Arsch. Keine Schwarzen hier. Nur der übliche Tunnelmist. Selbst wenn du sie nicht siehst, die Schwarzen sind da. Furcht ist ihre Waffe. Deshalb sind die Nosalis auch wie Ratten geflohen. Die sind nicht einfach nur Mutanten. Sie sind der Homo Novus, der nächste Schritt in der Evolution. Hast du vom Überleben der Stärksten gehört? Und weißt du was? Wir haben verloren. Was ist bloß mit dir geschehen, Alex? Ihr könnt wie Lämmer zum Schlachter gehen. Ich werde an dem festhalten, was ich habe, mit Zähnen und Krallen. Und ich werde mehr als nur ein paar deiner Homo Novus in die Hölle mitnehmen. Hältst du dich für einen Cowboy wie in den alten Filmen? Schau dich um, Hunter. 10 Soldaten, zum Kampf ausgebildet. Ihre Körper gebrochen, ihr Geist zerstört. Sie haben den äußeren Wachposten zerstört! Weiß der Teufel, was da draußen hinter eurer Grenze passiert. Ich muss die Situation erkunden. Hör gut zu, Artyom. Wenn ich bis morgen früh nicht zurück bin, musst du zur Polizeistation und einen Mann namens Miller aufsuchen. Sag ihm, was mit mir geschehen ist und was sich in den nördlichen Tunnels rührt. Zeig Miller das hier, damit er weiß, dass ich dich geschickt habe. Ich verlasse mich auf dich, Artyom. Enttäusch mich nicht. Wenn wir überleben wollen, muss diese Bedrohung eliminiert werden. Um jeden Preis! Verstehst du? Okay. Hunter war nicht zurückgekommen. Es war nicht leicht, eine Entschuldigung zu finden, um die Station zu verlassen und zur Polis zu reisen. Aber ich hatte mein Wort gegeben. Ich hörte von der Karawane, die am nächsten Tag nach Riga ziehen wollte und Wachen brauchte. Ich meldete mich dafür. Naja, eigentlich hast du ja gar kein Wort gesagt. Endlich! Lass dir ruhig Zeit, wie üblich. In Ordnung, schnapp dir deine Ausrüstung und geh zum Bahnsteig. Sie warten schon auf uns. Wir treffen uns dort. Hey, Artyom, vergiss nichts. Вот что с перевертоться, бабушка, здорово! Вот что с перевертоться, кушает компот! Вот что с перевертоться и мечтает снова! Вот что с перевертоться, пережит налет! Ich hab kein Wort verstanden. Ja, ich verstehe auch generell kein Russisch. Eintrag. Die Verteidigung unserer Heimatstation vor dem schwarzen, wirkliche, geheimnisvolle und unschlagbare Feinde wird allmächtig zu einer einzigen Aufgabe unserer Feinde. Die Nosalis und die Telepathen haben wir vergessen, und wenn Hunter nicht wäre, dann hätten diese Biester schon längst unser Krankenhaus befallen. Ich schaudere, wenn ich an das Blutbad denke, das sie angerichtet hätten, wäre Hunter auch nur eine Stunde zu spät gekommen. Hergekommen. Das ist schöne Musik. Wo hast du die Kassette her? Habe sie für eine Tonne Munition von einem Mäuser bekommen. Warum bin ich nicht sicher, dass du es nicht bereust? Mama hat gesagt, ich soll mich von dir fernhalten und dass du mir nicht gut tust. Und sie hatte recht. Verdammt, hilfst du jemals deine Klappe? Was anderes. Wie wäre es mit... Ich weiß. Wie wäre es mit einem Haus, wo du mit deiner Frau so rüber und sagst, Scheiße, hey, komm schon. Wenn meine Frau so kochen könnte, ich habe getan, die Erde wieder in der Oberfläche. Mama zu also, kochen. Da geht wohl von deinen Altersten nicht zurück. Es dauert noch 50 Jahre, bis wir wieder nach oben können. Also leg dich wieder schlafen. Okay, das macht... Wie süß. Na, dann mal auswecken. Niemand zu Hause. Okay. Überall Dreck. Nur Dreck.
Leute sind Dreck, wusstest du das? Lügner, Heuchler, Verräter, überall. Was? Ich bin Dreck? Bist du das, Peter? Bist du scheiße, nein. Okay? Kannst du sie nicht selbst öffnen? Nein. Schon wieder den Schlüssel verloren, was? Los, such deinen Schlüssel. Du weißt, dass ich nicht aufstehen kann, Idiot. Okay, ist ja schon gut. Ist abgeschlossen. So. Sieh dir rund hin. Nicht, dass ich hier lang muss. Tut mir leid, Artyom. Dieser Teil der Station ist vorübergehend gesperrt. Oh, ich bin nur die Wachen dürfen durch. Ja, schon gut. Tut mir leid, ich kann dich nicht durchlassen. Ich geh doch schon. Mann. Wenn du redest, läuft herum und hinterlässt nur dreckige Fußspuren und scherst dich nicht drum, wer hinter dir alles sauber machen muss. Da wird jeder sauer. Ja. Dem Abkommen nach lösen unsere Stationen dann Probleme beim Handel, der Kommunikation, den Ressourcen und so weiter. Es macht keinen Spaß, überall nach dir zu suchen. Ich mach mir doch solche Sorgen. Okay, Papa, tut mir leid. Gott, wie kann das bloß sein? Artyom, bitte. Mein Sohn ist krank. Tu etwas. Danke, Artyom. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. So, dann fahr ich mal so ein. Das ist ein richtiger Standard. Gute Waffe machen einen guten Soldaten aus. Nicht andere hinterher. Im Krieg ist die Waffe der beste Freund der Soldaten. Wenn du es sehen kannst, kannst du es auch töten. Kommen Sie her und wählen Sie auf. Schon wieder betrunken. Steh auf, du Sauchbold. Oh, mein Schatz. Was soll Papa dir holen? Warum? Oh Mann. Wie konnte das ja, was hast du so schön? Du säufst, als ob es kein Morgen gibt. Und es wird keins geben, wenn du deinen Hintern nicht nach Hause bewegst. Also, was meinen Sie? Bewegung, du Suchkopf. Bisschen Munition. Da hast du aber eine glückliche Familie. Artyom, wo ist deine Ausrüstung? Geh zur Waffenkammer und lass dich ausrüsten. Wo ist denn die Waffenkammer? Hä? Schweineschnauzen, heute zum Ausgenommen der Tunnel zwischen Waffen und Station. Ich wurde beauftragt, den Funk zu überwachen. Hier hin? Ja, das sind, glaube ich, Gefangene. Ne, mit denen kann ich nichts anfangen. Was ist denn die Waffenkammer? Da muss ich da erst rein. Hallo, Artyom. Was hältst du denn von diesem neuen Typen? Ah. Hallo, Artyom. Brauchst du ein paar Waffen? Okay, schauen wir mal. Maschinenpistole, Kaliber 5,45. In der Waffenkammer hergestellt. Die Genauigkeit ist eher traurig und sie überhitzt wie die Hölle. Daher wird sie auch Bastardpistole genannt. Hast einen Kopf? Hier ist deine Waffe und los, los, los! Keine Angst, es ist immer die gleiche alte Geschichte. Gib mir die. Nutze kurze Feuerstöße, Artyom, und verschaff dir auch etwas Munition. Hier ist ein Universalladegerät, damit die Akkus frisch bleiben. Und eine Gasmaske. Setz sie auf, wenn du durch starke Strahlung gehst. Oder, noch schlimmer, an die Oberfläche. Armeeausgabe der Medipacks, nur für den Fall. Okay, du bist ausgerüstet, mein Freund. Probier auf der Schießbahn alles aus. Versuche, deinen Kopf nicht so weit herauszustrecken, ja? Oh, werde ich schon nicht.
Ah, die Munition spare ich mir. So. Ja, an dieser Stelle, ne? Wir sind jetzt ausgerüstet. Und werden in der nächsten Folge weitermachen. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode von Metro 2033. Bis dahin, ciao.